So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir haben ein neues Booster. Midnight Hunt Collector Booster. Gucken wir uns das nochmal an. Ich habe nochmal ein paar Collector Booster für die nächste Zeit jetzt geholt. Und ja, gucken wir uns mal ein bisschen was an. Wir haben erstmal hinten drauf einen Human, der einen Pumpkin hochhält. Oh mein Gott. Stimmt, das kam um so eine Halloween-Zeit rum raus. Ja, die Karten sind auch überhaupt nicht gecurlt oder so. Nein, überhaupt nicht. Also... Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Wir haben Novaids Okkultist. Okay, 2 Mana 1/2. Wenn sie stirbt, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Nicht schlecht. Might of the Old One. 2 Mana kriegt plus 2. Eine Kreatur kriegt plus 2, plus 2. Und wenn wir 3 oder mehr verschiedene Angriffspower haben, ziehen wir eine Karte. Ja. Sind halt die Kamms. Candlegrove Witch. Eine wunderschöne Karte. 2 Mana 2/2. Wenn wir 3 verschiedene Power-Sachen haben, kriegt die fliegend. Okay. Droneyard Amalgam. 5 Mana 3/6. Wenn ihr Spielfeld kommt, mild ein Spieler 3 Karten. Kann nicht geblockt werden, diese Runde. Okay, für 3 Mana aktivieren. Blade Stitched Scab. 2 Mana. Ein blaues und schwarzes 2/3. Andere Zombie Kriminus 1/0. Der ist gar nicht mal so bad. Ist so ein halber Lord. Das Foiling kommt halt echt nicht gut durch. Village Watch. Ach, deshalb sind die so komisch, weil das hier Village Watch jetzt nicht so gecurlt ist, wie zum Beispiel. Ich sag dazu mal nix. Village Watch, 5 Mana, 4-3, Eile mit Daybound, Nightbound. Auf der Nightbound-Seite kriegen Wölfe und Werwölfe, die man kontrolliert, Eile. Nicht schlecht. Dann haben wir einen Forest, der ist in voll. Das sieht man nur ganz schlecht, aber ne, in der Kamera sieht man sogar ziemlich gut. Dann haben wir Grafted Identity, 4 Mana, zusätzlich Kosten, opfern wir eine Kreatur, wir kontrollieren die verzauberte Kreatur und die kriegt plus 1/+1. Okay. Bud Prowling? Geistcatcher? Geistcatcher. 4 Mana, 2-4. Wenn eine andere Kreatur geopfert wird, wird sie exiliert. Und wir kriegen einen Token. Wenn das Kreatur ein Token war, kriegt er eine 1/+1 Marke. Wenn er Spielfeld verlässt, kommen wir alle Kreaturen zurück. Das ist stark. Ist es ein Commander Deck? Okay, das erklärt das. Dann haben wir Falkenwrath Pitfighter. Ja. 1 Mana, 2-1, Vampire Warrior, 2 Mana, wir öffnen eine Karte ab, Opfer einen Vampir, ziehen 2 Karten. Die ist mächtig, allein wegen 1 Mana, 2-1. Wir haben gesehen, was damit passiert. Stark. Harvest Infiltrator, 3 Mana, 3-2, Trample Daybound und Nightbound, es ist 4-4 Trample. Sehr schöner Rahmen. Shady Traveler, 3 Mana, 2-3 mit Menace, Daybound bzw. Nightbound hat der einfach 4-4 Menace. Dann haben wir eine, Deserted Beach. Kommt enttappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr andere Länder kontrollieren. Nicht schlecht. Dann haben wir Dayhave Rejuvenator. 4 Mana 2-4. Wenn er Spielfeld kommt, kriegen wir 3 Leben, kriegen Mana beliebiger Farbe und der hat kein Daybound Nightbound. Was gucke ich denn nach? Krass, ich dachte nur Daybound Nightbound hätten diesen Treatment bekommen. Okay. Und wir haben Vanquish the Horde. Oh mein Gott. 2 weiße und 6 Mana. Dieser Spell kostet 1 Mana weniger für jede Kreatur auf dem Spielfeld. Zerstöre alle Kreaturen. Wow! In Full Monty. Und hier ist noch ein Bird. Und ein Human. Full Monty Vanquish. Cool. Ich freue mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Augenblick seht. Ciao, ciao.